Hallo, mein Name ist Teurer Zeller. Ich bin Redakteur bei der Mac and I. Im Rahmen eines Artikels haben wir uns mit Apples Self-Service-Repair-Programm beschäftigt und dafür eben auch einen Austauschakku von Apple bestellt, aber nicht nur das, auch noch ein Werkzeugset. Und in diesem Werkzeugset waren neben Schraubendrehern, Pinzette, Plastikspachtel und den nötigen Schrauben auch noch Werkzeuge wie eine Displaypresse, eine Batterierolle und eine Heizplatte. Also Tools, die man nicht in jedem Werkzeugkasten zu Hause findet, sondern eigentlich nur in Fachwerkstätten. Und damit habe ich dann selber diesen Akku getauscht. Das hat soweit geklappt. Am Ende war aber das Display leicht beschädigt, sprich, das hatte Displayfehler. Mein Fazit zu diesem ganzen Reparaturprogramm: Das funktioniert, wenn man weiß, was man damit tut. Also für Laien ist es definitiv nichts. Man braucht sehr viel Feingefühl, um das iPhone überhaupt aufzubekommen. Schrauben sind sehr klein, die Dichtung ist im Weg. Was total super funktioniert hat, waren eben diese drei Tools, die so ein bisschen aus der Reihe tanzen. Sind eigentlich sehr idiotensicher zu bedienen. Man klemmt das iPhone ein, das schnappt dazu, man drückt auf den Knopf und das heizt auf. Oder die Presse, die drückt das fest. Nach 30 Sekunden piept sie und man kann es fertig rausnehmen. Das ist total super und das hat richtig gut geklappt. Drehmomentschraubendreher, die habe ich eigentlich nicht wirklich gebraucht. Also da reicht eigentlich auch ein günstiges Bitset von wem anders, auf einem anderen Hersteller. Das muss es nicht unbedingt sein. Letztlich ist diese Reparatur nichts für Laien, nur für versierte Nutzer, die sich halt auch ein bisschen damit auskennen, die auch ein sehr gutes Feingefühl haben. Diese dünnen Kabel, die kann man sehr schnell beschädigen. Diese Klebedichtungen sitzen unglaublich fest, die Klebestreifen von der Batterie, das lässt sich sehr schwer lösen. Und finanziell lohnt sich das für einen Endkunden eigentlich auch nicht. Und es ist viel einfacher, in einen Apple Store zu gehen oder in eine Werkstatt und sein iPhone dort abzugeben. Zahlt fast genauso viel, also nur ein bisschen mehr. Dafür hat man keinen Stress damit. Und wenn es da kaputt geht, dann muss Apple eben ein neues iPhone bezahlen.